Herzlich willkommen, ich bin Joshua Ritter und bin jetzt hier vor der Halle für die internationale Achatbörse in Deutschland. Das ist eine der größten Börsen weltweit für spezialisiert Achate und es gibt kaum einen anderen Ort, wo so viele Achat-Sammler und Begeisterte aufeinandertreffen. Und ich glaube, jeder in meinem Umfeld hier, der hier ist, der freut sich das ganze Jahr auf dieses Happening quasi. Meine Sammelbegeisterung, die hat angefangen, als ich etwa 12 Jahre war und die hat sich über 15 Jahre jetzt gehalten. Der ganze Komplex hier ist aufgeteilt auf 2 Hallen. Das ist jetzt die kleinere Halle von den beiden und in der Halle, wo ich auch als Aussteller bin, das ist dann die größere Halle. Die ist hinter dieser Halle nochmal, also am Freitag ist Aufbau, Samstag, Sonntag dann Verkauf von 10 bis 18 Uhr. Aber ich würde sagen, genug geredet jetzt, wir gehen mal rein und zeigen euch ein paar schöne Achate. Wir sind jetzt hier direkt am Eingang und hier seht ihr gleich schon wunderbare Literatur auch zu Achaten. Das sind alles Börsenkataloge von den vergangenen Börsen, die hier in Niederbörsbach stattgefunden haben, zu verschiedenen Themen und auch jegliche Magazine, die man sich vorstellen kann. Hier haben wir Patricia. Hallo. Die Veranstalterin hier von der internationalen Achatbörse in Niederoberstein. Und sie hat es von Peter Jäckel übernommen, der das damals geleitet hat. Und ja, ihr gehört hier dieses ganze Achatreich. Ja, viele schöne Achate, Achatschnecken aus Marokko zum Beispiel. Ja, deutsche Achate, auch mexikanische Achate. Ungarische Achate sehe ich hier auch gerade. Türkische Achate, genau. Achate aus Frankreich sind hier drüben. Also man sieht es eine riesige Auswahl, gerade auch an europäischen Achaten, aber auch viele deutsche Achate. Also hier haben wir ein paar Schlottwitzer Achate, St. Ovidien. Dann direkt hier aus der Umgebung auch Stücke vom Steinbruch Juchem. Auch kristalline Strukturen mit Kalzitkristallen zum Teil drin. Allein in Deutschland gibt es vielleicht 100 verschiedene Achat-Fundorte, wo Stücke gefunden werden können. Das ist hauptsächlich hier im Umkreis in verschiedenen Dörfern der Fall. Aber auch zum Beispiel im Schwarzwald können Achate gefunden werden, worüber Patricia auch ein gesamtes Buch verfasst hat. Also einfach eine riesige Auswahl an lokalen Fundstellen, die hier zusammenkommen. Aber man sieht natürlich auch dann andere Händler, die zum Beispiel kristalline Stufen mit dabei haben, zum Beispiel Pyrit oder auch diese klassischen brasilianischen Achatscheiben, die man sieht. Auch versteinertes Holz ist hier zahlreich vertreten. Also hier sehen wir riesige Platten, zum Teil auch mit achatisierten Zentren. Das ist natürlich besonders spannend dann auch für alle Achat-Begeisterten. Auch von verschiedensten Fundorten, also aus Australien, aus Madagaskar, Belgien sehe ich hier sogar. Sieht nach einer ganz großen Seltenheit aus. Versteinerte Meeresschnecken aus Österreich. Also es gibt einfach eine riesige Auswahl an Stücken. Hier haben wir auch nochmal eine Kombination aus versteinertem Holz und Achat. Diese schwarze Struktur, das ist versteinertes Holz und dann ist dieser rote Achat in die Hohlräume von der Versteinerung eingedrungen. Und das gibt dieses schöne Zusammenspiel aus dem schwarz-roten Kontrast der Stücke. Bekannte Gesichter und Freunde, Hubert darf natürlich auf keiner Messe fehlen. Jede Menge an schönen Stücken, auch spezialisiert hier auf sehr große und schöne marokkanische Achate, schöne Drusenstücke, eine gute Auswahl an Achaten, viel Schmuck auch. Hubert macht, glaube ich, viele kleinere Weihnachtsmessen genau, auch und so. Weihnachtsmärkte, Mittelaltermärkte. Mittelaltermärkte so zum Beispiel was. Auch. Und du hast, glaube ich, auch deinen eigenen YouTube-Kanal. Ja. Sag uns doch mal gleich, wie der heißt. Steineisammler. Steineisammler ist auch auf YouTube vertreten. Hat mich, glaube ich, auch schon mal in einem der vergangenen Videos gezeigt. Also ja, auf Messe München. Hier ist der Stand von Sven Salzer. Wunderbare Achate zu sehr, sehr günstigen Preisen auch. Also auf dieser Messe, gerade an diesem Stand, da kann man das eine oder andere Schnäppchen schießen. Mexikanische Achate von der Cuyamito-Fundstelle, aber auch eine gute Auswahl an internationalen Achaten. Das sind die sogenannten Island-Achate, wo noch so ein bisschen geheim ist, wo die herkommen. Dann auch wieder einheimische Achate aus verschiedensten deutschen Bereichen. Dann haben wir hier die sogenannten Royal Imperial Jaspisse, für die ich mich auch sehr begeistere. Ja, meiner Meinung nach mit das beste Material, was ich bisher so geschnitten habe. Macht einfach riesen Spaß, weil fast alle der geschnittenen Stücke irgendwo diese schöne überlappende Bänderung auch zeigen. Dann haben wir Achate aus Mosambik, jetzt wird es etwas internationaler. Achate aus Argentinien, die sogenannten Condor-Achate, die sicherlich auch viele von euch schon kennen. Dann haben wir Achate aus Malawi,
in dieser kleinen Sektion sehr farbenprächtige Stücke auch mit einer schönen, intensiven, hellen Bänderung. Und dann noch eine große Auswahl hier auch an sehr günstigen marokkanischen Acharten. Also sowohl aus dem mittleren Atlasgebirge als auch aus dem hohen Atlasgebirge. Als nächstes wieder ein Stand mit Mineralen und Fluoriten. Das sieht auch richtig cool aus hier. Von wo ist das? Ah, Himalaya. Cool. Ah. Sieht fast aus wie Glas, also perfekt durchsichtig. Hier sind wir jetzt auch an einem Stand meiner Lieblingshändler und Freunde. Das sind alles größtenteils argentinische Achate, auch in einer sehr, sehr guten Auswahl und Preisklasse. Also das geht von 25 Euro bis ja, für sehr schöne Stücke dann auch mal 150, 180 Euro mit schönen Kristallen auch drin oder hier auch einen sehr schönen Calcit-Kristall. Also das ist schon wirklich eine sehr gute Auswahl hier an argentinischen Achaten. Auch hier finden wir wieder ein paar Achate aus Malawi mit dabei und die sogenannten Island-Achate, von denen manche auch wirklich diesen sehr schönen Wegler-Effekt haben, den ich auch in einem der vorangegangenen Videos erkläre. Hier drüben noch einige Achate aus Frankreich und sehr, sehr hochwertige Achate von der Baker Ranch in New Mexico in den USA. So, hier sind wir jetzt in der großen Halle und ich glaube, habe hier gerade von meinem Freund Peter einen seiner Achat-Kalender in die Hand gedrückt bekommen. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal rüber zu seinem Stand. Ist ein sehr guter Freund aus Tschechien. Hier sehen wir ihn. Er ist bekannt für seine Calandria-Achate. Also er hat sehr hochwertige Achate, die er in Mexiko fördert, mit wirklich ganz tollen Farben, sehr, sehr schöne Tiefe auch in der Bänderung mit drin, auch leichte Lila-Töne mit dabei. Also das sind schon wirklich herausragende Stücke für die Fundstelle. Und er hat da wirklich ja, so mit das Beste, also die besten Calandria-Achate, die man hier auf der Börse sieht. Aber auch zum Beispiel Achate aus Tschechien, Achate aus Malawi, auch wirklich ganz, ganz tolle Stücke. Also hier zum Beispiel die Farben, die es in Malawi-Achaten gibt, die sind wirklich, wirklich einzigartig auch. Und machen mir persönlich auch mit am meisten Spaß, selber zu schneiden. Diese Achate hier, die man dort sieht, die sind von der tschechischen Fundstelle Horní Halče. Und gehören mit zu den seltensten und wertvollsten Achaten, die in ganz Europa gefunden werden können. Da sind auch in den Sammlervitrinen, wo wir gleich noch hingehen, wirklich ganz, ganz fantastische Stücke. Ja, die werden seit Jahren nicht mehr gefördert. Also es ist verboten, dort zu graben. Es kann auch nichts mehr gefunden werden. Deswegen haben die einen sehr, sehr hohen Wert unter Sammlern. Hier sind wir jetzt an meinem eigenen Stand. Ich habe eine gute Auswahl an Rohsteinen aus Malawi und Mexiko zum Beispiel. Ich hatte auch Achate aus Mosambik. Und auch sogar deutsche Rohsteine. Mosambik, die Rohsteine, die habe ich hier jetzt komplett verkauft. Und habe zum Beispiel auch eine der kleinen Sägen, da ich immer wieder gefragt werde von Sammlern auch, die ihre eigenen Achate auch an einer kleinen Säge schneiden wollen von Feldfunden. Daher habe ich in den USA da vom Hersteller Highland Park Lapidary einige der Sägen bestellt. Ich bin jetzt sehr fokussiert auf hochwertige Achate. Alles, was für mich irgendwo im niedrigwertigeren Bereich ist, das verkaufe ich meistens irgendwie an andere Händler. Einfach da mit den Lohnkosten, die ich hier in Deutschland auch habe, dass mir alles einfach zu groß und zu viel wird. Deswegen bin ich wirklich spezialisiert dann auf, sage ich mal, mit die beste Qualität an Achaten, die es überhaupt gibt. Eine große Auswahl an mexikanischen Achaten, auch deutsche, Argentinien, Marokko natürlich. Ja, wild quer weht alles hier. Hier sind wir jetzt am Stand von Hannes Holzmann, der sicherlich auch einige der allerbesten Achate hier auf der Börse hat, die man überhaupt finden kann. Eine riesige Auswahl an internationalen Stücken, was Mexiko angeht, Argentinien, Australien, alles eigentlich. Also Hannes ist ein Experte, seit vielen, vielen Jahren begeistert dabei und kennt mich auch schon, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Genau, ich zeige euch einfach mal ein bisschen, was hier so ist. Einfach da wirklich sehr spannende Schiffe auch dabei sind. Auch wirklich ein paar fantastische Wegler-Achate hier zum Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel ein Achat aus Mexiko. Aber auch seltene Achate wie zum Beispiel Lake Superior. Also das ist auch eine Qualität, die hat hier sonst niemand anderes im Angebot. Hier kommen noch ein paar Fairburn-Achate, also das sind auch absolute Spitzenstücke hier. Ich glaube, da werden sogar die amerikanischen Zuschauer ein bisschen neidisch, wenn die sehen. Also wirklich erstklassige Bänderung,
toller Kontrast auch in diesem schwarz gebänderten Achat. Also das sind schon wirklich richtig wertvolle Achate. Und gerade die Fairburn-Achate gehören in USA auch wirklich mit zu den wertvollsten und am höchst gehandelsten Achate, die es eigentlich zu finden gibt. Die sind extrem selten und ja, sehr, sehr wertvoll. Deswegen gebe ich die auch mal wieder zurück an Hannes. Damit, vielen Dank. Nichts kaputt machen oder was verloren geht. Mit dem Schotter kann man nichts kaputt machen. Danke. Ja, und hier finden wir jetzt direkt nebenan den Stand von einem ganz lieben Sammler auch, Andreas Fiedler, der seit Kindheitstagen quasi auch sammelt und dann kurz vor Ruhestand dann das ganze Achat-Erlebnis wieder mehr aufleben lassen hat. Wieder zurück zu den Wurzeln und der Begeisterung zu den Achaten. Direkt nebenan hier haben wir auch noch einen ganz hochkarätigen Sammler, der jetzt auch ja, mit einer der ersten Male hier seine Achate mit auf der Messe ausstellt, Johann Zenz. Der ist momentan nicht zugegen, stopp. Der ist momentan nicht zugegen, hören wir. Ich kann trotzdem hier schon mal einige Achate zeigen, die er wirklich zu sehr, sehr günstigen Preisen hier auch anbietet. Da haben wir Achate aus aller Welt. Also das hier scheint mir alles Mexiko zu sein von verschiedenen Fundstellen. Zum Beispiel Laguna, also auch ja, sehr, sehr, sehr schöne Stücke zu sehr, sehr guten Preisen. Und wirklich querbeet, einfach ein sehr gutes und günstiges Angebot auch, was wir hier sehen. Da sehen wir hier auch einen monströsen Achat aus Ida Oberstein. Also der wirkt schon gut was und da muss man sich auch schon anstrengen, den dann aus dem Steinbruch rauszuschleppen. Das ist auch einer der größten deutschen Achate, die ich jetzt hier auf der ganzen Messe gesehen habe. Und dann sehe ich, hier sind auch noch ein paar der Iris-Achate. Ich versuche mal, ob man das hier auch im Video ein bisschen sieht. Wow, das ist ein krasses Stück. Sieht man das? Ja. Also wirklich in allen Regenbogenfarben. Ich glaube, da muss ich fast nochmal zuschlagen, wenn ich die hier sehe. Und hier auch noch ein wirklich ganz tolles Stück. Und man glaubt es nicht, aber es gibt mehr Iris-Achate, als man denkt. Die müssen einfach nur sehr dünn geschnitten werden, damit sich das Licht entsprechend darin bricht. Und dann kommt dieser sehr schöne Effekt da zustande. Ja, auch hier schöne internationale Auswahl an chinesischen Achaten. Hier sehen wir Johannes, der tatsächlich auch eine Achatreise im südlichen Afrika organisieren möchte. Sambia, was war es noch? Sambia, Zimbabwe und Botswana. Also falls jemand von euch Interesse hat, da mal eine Reise nach Afrika zu machen, dann kommentiert es gerne unter dem Video und ich kann euch dann in Verbindung mit Johannes setzen und macht sicherlich viel Spaß. Ja, danke. Hier sind wir jetzt auch im Kernstück dieser Halle, habt ihr auch schon von oben gesehen, in dem größeren Bereich. Das sind die Ausstellungsvitrinen. Wie gesagt, das Thema der diesjährigen Börse hier ist Achate aus Osteuropa. Das Thema wechselt jedes Jahr. Ich glaube, im vergangenen Jahr war das Thema Achate aus Afrika, wenn ich mich recht erinnere. Und hier oben sehen wir jetzt Achate von Nowy Kościół aus Polen, wo in Zukunft auch mal noch ein Video kommen wird. Die Achate habe ich schon geschnitten, aber das Video ist noch nicht online. Und hier auch noch die ganz bekannte Fundstelle Pluczki. Also das ist auch ein Fundort, wo schon lange nichts mehr gefunden wird und auch eine extreme Nachfrage nach diesen Achaten besteht, vor allem in einer guten Qualität. Viele Achate sind rissig, daher sind die rissfreien Stücke umso wertvoller. Aber die Achate von Pluczki, die gehören mit zu den, sage ich mal, wertvollsten Achaten Europas auch durchaus. Ähnlich wie die Achate von Horny Halsche, die dort drüben in der anderen Vitrine ausgestellt sind. Genau. In dieser Vitrine sind wir jetzt hier in Bulgarien, wo ich auch im vergangenen Jahr eine Reise hingemacht habe. Da ganz bekannt natürlich die Achate von den Orpheus-Fundstelle, die nahe der Stadt Kardjali liegt. Und ja, einfach wunderbare Stücke. Hier unten auch noch ganz bekannt die Stücke von Nanovica, welche ja, mit die schönsten Saguenid-Strukturen in Achaten weltweit haben. Und im unteren Bereich dann nochmal Funde von Rumänien, von der Fundstelle Kutschnapoca. Hier haben wir Achate aus Ungarn, auch von verschiedenen Fundstellen. Da ist auch ein Händler heute sogar hier mit dabei, der den ganzen Weg aus Ungarn angetreten hat. Stelle ich euch gleich auch noch vor. Und in dieser Vitrine haben wir dann, wie gesagt, auch das Titelbild der Show, dieses unglaubliche Stück von Horny Halsche. Also die Stücke, die gehen auch wirklich in hohe Werte dann. Das sind ganz extrem seltene Funde und wie gesagt, einfach hohe Nachfrage nach diesen Stücken. Hier ist jetzt auch mein Freund aus Ungarn, Daniel. Viele von euch kennen ihn sicherlich auch.
ja. Genau, er ist spezialisiert auf Achate aus Ungarn und Hölzer, versteinerte Hölzer, zum Teil auch weltweit. Zum Beispiel fantastische Stücke aus Blue Forest, Wyoming, aber wirklich ganz viele Spezialitäten mit Wörtern, mit denen ich mich gar nicht auskenne. Ich zeige euch jetzt mal noch ein paar Achate aus Ungarn auch, die wirklich auch in ganz verschiedenen Farben vorkommen, also lila, blau, rot, grün. Das ist hauptsächlich eine Struktur mit Moosachaten, also wenig komplett durchgebändert. Sometimes Plum. Manchmal auch Plumachate, ja. Schöner Stand hier. Dankeschön, danke sehr. Wie ihr in diesem Video gesehen habt, ist die Achatbörse in Niederwörsbach ein absolutes Muss für alle Achat-Begeisterten und Freunde schöner Steine. Ich bin seit fast knapp 20 Jahren mittlerweile dabei, während ich früher als begeistertes Kind über die Tischkanten geschaut habe und nach schönen Steinen gesucht habe, hat sich für mich relativ wenig verändert. Nur, dass es jetzt alles auf einem etwas größeren Level ist. Und dass ich jetzt auch auf der Verkäuferseite stehe. Beides macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Schreibt mal auch in den Kommentaren, wie lange ihr schon Achat oder Mineralien begeistert seid. Ja, schreibt auch in die Kommentare, welcher Stand oder welche Steine euch vielleicht selbst am besten gefallen haben. Leider sind wir am Sonntag nicht mit allen Ständen durchgekommen. Ich hätte euch gerne noch mehr Leute vorgestellt, aber am Ende ist die Zeit einfach ein bisschen zu knapp geworden. Kommt einfach nächstes Jahr selber vorbei und schaut es euch an. Vergesst nicht, dem Agate Bay Kanal zu folgen. Lasst ein Like für das Video da und teilt es natürlich auch mit Freunden, die unbedingt von dieser Börse auch erfahren sollten. Bis bald. Tschüss.